Ein Herzquack, willkommen zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise wir nennen das Ganze mal einfach Let's Play Arma 3. Denn wir werden jetzt im Mix, beziehungsweise am Anfang wahrscheinlich ein paar Runden im Battle Royale spielen. Mal gucken, ob wir dann noch andere Arma 3 Mods ausprobieren. Und mit dabei hier mit der grünen Basecap, der liebe Raced. Ja, hallo. Der Battle Royale ist hier in der Lobby sozusagen immer ein bisschen schwierig, weil da ganz viele Leute sind und ganz viele Leute reden, aber die, die es gespielt haben von euch, die werden das sicherlich kennen. Bald wird's ganz ruhig. ich würde sagen, wir gehen nach Camp... ich habe jetzt keine Map mehr. Ich hab keine Map. Doch, eben gab's noch eine. Jetzt? Ah ja, aber... Ja, was? Wo wollen wir lang? Hello, guy. Ich kann... Kannst du Karte aufmachen, oder was? Nein. Ich auch nicht. In der Szene kannst du keine Karte aufmachen. Stimmt. Wollen wir F-Field oder so machen? Nee, finde ich schwierig. Ich würde links landen wollen. An der Küste? Nee. Ja doch, das ist im Endeffekt auch an der Küste, so ziemlich, ja. Aber da diese kleine Stadt oder sowas. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie die hieß. Keine Ahnung. Und ich habe das Intro hier noch nie gesehen, das Szenario. Die Szene. Und ich habe ein paar Runden Battle Royale gespielt, aber... Sitzt einfach da im Flugzeug und wirst dann rausgerissen. Ja, das weißt du schon. Aber ich habe das noch nie von außen gesehen. Ich hab immer noch keine Map. Ich auch nicht. Mach einfach mal schon Fallschirm auf. Ja, hab ich. Wir haben noch zwei andere Fallschirme auf. Siehst du lass unter mal, dir noch einen mit lass Fallschirm? Mal einfach komplett Richtung Westen fliegen. Richtung Westen? Ah, da bist du. Okay, auch nicht. Da sind ganz viele Richtung Westen. Ah, ich hab ne Map. Wo wollen wir hin? Camp Tempest? Wo sind wir denn? Wir sind hier. Ja genau, Camp Tempest. Hab's mal markiert. Ja, ich auch. 2,9 Kilometer, das könnte kritisch werden. Könnte knapp werden, Alter. Wir hätten früher öffnen müssen. Das Problem war, dass wir nicht gesehen haben, wo wir rausgesprungen sind, ne? Ich kenne das eigentlich so, dass man immer eine Karte dann hat. Ja, ich auch. Aber ich gleite jetzt einfach mal. 2,8 Kilometer. Weil das jetzt ein Server, Problem ist bei Battle Royale, ich persönlich bevorzuge die Hardcore-Server, auf denen es keine Third Person gibt. Allerdings muss man gucken, wo man bleibt und dass man auf dem Server überhaupt drauf kommt, der gestartet wird. Deswegen haben wir jetzt einfach einen ganz normalen. Seht ihr, hier geht auch Third Person. Ist ja nicht so schlimm. Müssen wir gucken, dass zuerst in die Tür mal reinkommen. Ja, genau. Man hat halt einen Nachteil, wenn man beispielsweise unten auf dem Boden läuft, in einem in einem relativ offenen Turm oder sowas jemand drin sitzt, der kann natürlich dann dank Third Person runtergucken und sieht uns und wir sehen ihn nicht, aber das kriegen wir schon hin. Bin mal gespannt, wie lange so eine Folge wird, Alter. So bin ich auch gespannt. Weil das kann sich echt ziehen. Ich denke, das weißt du auch. Ja. Ich hoffe mal, dass es sich zieht. Ist nämlich besser, als wenn wir einfach kläglich verrecken. Wie weit hast du es noch? Noch 2,3 Kilometer. Und du? Siehst du einen quasi direkt über dir? Ich sehe einen Fallschirm über mir. Ich muss meine Zeit passen. Ja. Fliegt er jetzt nach links? Ja. Jetzt nach rechts? Okay, dann weiß ich, wer du bist. Ich bin hier unter dir. Ich schwipp die ganze Zeit nach vorne und nach hinten. Ja, dann weiß ich. Hui! Genau. Ich schaukel. Dann hast du viel später aufgemacht als ich. Weil ich bin extrem weit oben. Ja, hast du schon mal... Fliegst du die ganze Zeit mit W drücken? Ich tippe es so an. Ja, ich tippe es auch mal so ein bisschen an, ne? Weil ich will nicht zu weit nach unten, weil sonst müssen wir so weit laufen. Wobei hier auch Straße ist, das heißt, wir könnten ein Auto unterwegs finden, eventuell. Ja, ich drücke jetzt mal ein bisschen W, bis ich so auf deiner Höhe bin. Okay, dann warte ich, bis du auf meiner Höhe bist. Wobei du dann weit vor mir auf meiner Höhe sein wirst. Ja. Tippst du einfach weiter an. Hui, hui. 2 Kilometer, Alter. Das aussieht. Ich will auch im Zeit passen. Hui, hui, hui. Guck mal hoch, Alter. Ich komme so voll Sturzflug auf dich zu. Ja. Oha, wehe, du haust mich um und wir... Geht es? Keine Ahnung, ich hoffe es nicht. Das wäre ja richtig bitter. Das wäre richtig, richtig witzig, Alter. Hackt der Typ einfach so hast, voll in mich hast rein. Du noch deine Mütze? Hast du noch deine Mütze? Ja. Gut, ich habe meine nämlich auch noch.
So, ich bin jetzt knapp über dir. Ich mache jetzt wieder langsamer. Voll der Gangster, voll die das Militärbase Cap und wobei, die Fliegersonnenbrille. Wir müssen uns mal umgucken, ob hier noch andere sind. Ja. Aber ich sehe keinen. Ich halte jetzt auch W gedrückt, ist noch 1,2 Kilometer. Ja, ich halte jetzt auch Kilometer. Lol. Ich würde sagen, ich halte auch Kilometer gedrückt. Ich hab's gemerkt. Weil du Kilometer gesagt hast. Aber ich glaube, wenn ich jetzt W gedrückt halte, bin ich direkt drin. Müsste eigentlich. So kurz davor zumindest. Dass er direkt an der Küste ist, richtig gut. Außer wir haben Pech. Und die Bombing-Zone ist halt irgendwo da. Boah, ja, stimmt. Erstmal GPS angemacht. Hab ich ganz dran gedacht. Was auch richtig bitter ist, wenn halt das Play restricted wird und zum Beispiel ganz oben rechts und da auf der Map. Wir halt ganz unten sind. Bitter. Ich lande auf der Straße, ist sicherer. Von Camp Tempest wäre ich dafür, dass wir dann nach Girna machen. Girna, wo ist das? Das ist unten drunter sozusagen. Bist du neben mir gerade? Ja. Lol. Ich lande auf der Straße. Wie muss man sein? Langsamer als 20 oder sowas, ne? Ja, 20 km/h. Ich glaube 15 sogar. Weniger als 15, glaube ich sogar. Ah, sehr easy. Ja. Deswegen verstehe ich nicht, wie man da sterben kann. Kann man auf die Fresse fliegen, ja, aber sterben? I got this. Ich komme auch so ganz langsam. Ich renne unter das. Ich fall dir auf den Kopf, mach dir damit. Oh, hast du wirklich? Ich bin tot. Hey, ernsthaft? What? Lol. Lad das bitte hoch. Du hast mir mit deinem Anus das Genick gebrochen. Lad das bitte hoch. Lad das bitte hoch. Ja, auf jeden Fall. Ist das geil. Vor allem, ne, ich sag noch, ich töte dich. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich sehe so, oh, der tritt mir gegen den Kopf und ich hab kurz Schaden gekriegt und auf einmal landet er mit seinem Anus direkt über dem Gesicht und ich fall tot um. Du bist mit deinem Arsch auf meinem Gesicht gelandet und dann wird's dunkel. Was war das denn? Oh, what the hell? Geil. Geil, erste Runde und richtig geil. Ich kann nicht mehr. Stell dir das mal vor, er landet im Arsch auf mir und bricht mir das Genick. Alter, wie viele gerade sterben. Ich gewinne ohne was zu machen. Ich bin einfach umgekippt, ey. Was ein Witz. Okay, das machen wir das nächste Mal nicht mehr. Ich komm grad nicht mehr klar, ey. Leck mich am Arsch, ey. Freunde der Sonne. Ich lauf jetzt aber rein aus Prinzip da in das Camp rein und guck, ob da Loot liegt. Oh ja, wenn du Nate findest, kill dich selbst. Ich will nicht lange warten. Ja, Freunde, wenn ihr auch mal Battle Royale spielen wollt, und es zusammen mit einem Freund tut. Nicht es ist nicht zu empfehlen, auch. Ihn auffangen zu wollen. Der haut einfach über den Haufen. Wie geil. Vor allem, hast du nach oben geguckt? Bitte yeah. Sag, du hast noch... Ja. Ich bin drunter gelaufen. Geil. Und hab so nach oben geguckt. Dann hab ich deine Füße abgekriegt. Bin dann stehen geblieben. Und dann hast du mich einfach voll umgehauen. Und direkt der M4 gefunden, Alter. Und als bei dir dein Ernst kam, hab ich gedacht, du wärst auch gestorben. Aber... Lol. Nein. Ja, also siehst du, man muss Alter. Demnach gar nicht ungeschickt landen. Sprich, dass du einfach zu schnell bist und abstürzt sozusagen. Sondern es langt auch einfach, dass irgendjemand auf dir landet. Oh, best kill ever, sozusagen. Alter, ich bin jetzt schon full equipped, gell? Ja, so gut. Alter. Also sau schade dann im Endeffekt. Ja. Aber warum das war sowas von wert. Das war ja, so wert. Das war es echt wert. Ja, Freunde, ich würde sagen, ja, schwierig. Das war's. Das war's. Ciao. Ciao. Nee, ich glaube, ich mache jetzt hier noch so kleines Info-Anhang sozusagen, was sich bei mir denn ändert und was man jetzt so erwarten kann. Weil wir sind jetzt halt bei 10 Minuten. Ja, klar, du kannst ruhig die Runde weiterspielen. Wir sind jetzt bei 10 Minuten und.
da dann jetzt nochmal sozusagen eine neue Folge ranzuhängen, schwierig. Und für so einen kleinen Outtake oder sowas war das Ganze aber auch zu lang. Alte Schnauze. Ah, wie geil. Das war richtig gut. Auf jeden Fall, bei uns, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, Minecraft hat sich verkürzt sozusagen. Das kommt jetzt nur noch alle 2 Tage. Wir haben ja jetzt unsere Verschollenwelt sozusagen gemoddet. Wir haben hier noch so eine Twilight-Mod, sprich, das hat nichts mit dem Film zu tun, sondern es ist einfach eine andere Dimension noch dabei. Dann haben wir die Mo Creatures Mod, da gibt es dann ganz viele Tiere über Zebras, Elefanten, Krokodile, Schlangen, Delfine, Pinguine, Igel, Libellen, weiß der Geier was, Vögel, alles mögliche. Und noch so ein paar andere kleine Mods, Team Fortress 2 Mod mit so Teleportern, sind ganz praktisch, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen, ohne viel zu laufen. Und ja, das kommt jetzt aber allerdings nur noch alle 2 Tage, dafür werden die Folgen ein bisschen länger, wieder so 20, 25 Minuten, wie ihr das gewohnt seid, bei den ganzen Let's Plays, die alle 2 Tage kommen. Und ich bin jetzt auf der Suche, was ich sozusagen dann an dem einen Tag, an dem jetzt eins frei geworden ist sozusagen, an dem nur noch 2 Videos kommen, reinhaue. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und hier, was Arma 3 anbelangt, hatten wir ja schon angekündigt, beziehungsweise hatte ich angekündigt, altes Live wird irgendwann bei uns persönlich, geht da so ein bisschen der Spaß flöten und es wird einfach mehr oder weniger immer dasselbe, ob wir jetzt eine Bank überall vereiteln oder, ja, weiß ich nicht, ne? Wisst ihr selbst und da will ich einfach, weil Altes so cool ist, nicht den Spaß komplett dran verlieren, wenn ich das jetzt hier weiterspiele und totspiele sozusagen, sondern hab mir gedacht, ich bringe mal ein bisschen Abwechslung rein, da wir uns jetzt nicht auf einem Mod festlegen wollten, haben wir gesagt, wir spielen jetzt einfach mal so die ersten paar Folgen ein bisschen Battle Royale, wenn es Spaß macht, wenn es gut läuft, wenn ihr das gerne gucken wollt, dann bleiben wir vielleicht bei Battle Royale, wenn nicht, gucken wir nochmal, was die anderen Mods von Arma 3 so hergeben und testen es einfach mal so durch. Ja, war jetzt ein kurzer ekelhafter, aber schmerzloser Tod. Und demnach kann ich leider jetzt hier nur die Folge beenden, war jetzt leider knapp 13 Minuten nur, aber ich denke, es war trotzdem ziemlich lustig. Ich fand es auf jeden Fall sehr geil und hätte eigentlich nicht mit gerechnet. Also ehrlich nicht. Ich habe gedacht, ich laufe jetzt runter und du fliegst durch mich durch oder sowas, dass ich aber einfach gnadenlos sterbe. What the fuck? Einfach umgemäht. Ja genau, jetzt wissen wir es. Und dann, genau, gibt's übermorgen dann hoffentlich eine komplette Folge Battle Royale und ich schreibe einfach mal drunter, was ihr von den Änderungen haltet, ob ihr vielleicht eine Idee habt für ein weiteres Let's Play sozusagen, was die entstandene Lücke füllt. Ich überlege wirklich, weil ich im Moment wieder ziemlich Spaß an Counter-Strike Global Offensive habe, ein bisschen Counter-Strike zu machen, bin mir aber noch überhaupt nicht sicher. Kann auch irgendwas anderes werden. Keine Ahnung, schreibt einfach mal drunter und ja, wenn euch die Folge auch, wenn sie so kurz war, trotzdem gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, würde ich mich riesig drüber freuen und dann sehen wir uns, wie gesagt, bei entweder einem anderen Let's Play oder halt übermorgen bei einer vollen Länge Battle Royale. Hoffentlich. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Ciao.